1500 Jahre nach Christi Geburt waren die Länder Mitteleuropas im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation zusammengeschlossen. Dieser Staatenbund verlangte Lehenspflicht dem Kaiser und Gehorsam dem Papst gegenüber. Innerhalb dieses politischen Gebildes besaßen die einzelnen Staaten und freien Reichsstädte Deutschlands besondere Rechte. Ihre Fürsten und Ratsherren gelobten mit ihrer Streitmacht sowohl das Kaiserreich als auch die Heilige Römische Kirche zu verteidigen. Die Frommen glaubten, Gott selbst habe eine doppelte Gewalt über den Christenmenschen aufgerichtet. Im Kaiser sahen sie den Vertreter Gottes im weltlichen Leben, im Papst den Verwalter des ewigen Heils. In der Kirche aber war die Botschaft von der Gnade Gottes weithin verstummt. Sogar Jesus Christus wurde als erbarmungsloser Richter dargestellt, sodass der Mensch in ständiger Angst vor dem zornigen Gott leben musste. Drohend wurden dem Gläubigen Feuerstrafen und Qualen der Hölle vor Augen gestellt. Das frühe 16. Jahrhundert war eine Zeit voller Aberglauben und Angst. Die Menschen sahen sich von Dämonen und bösen Geistern umgeben. Allein die Kirche verhieß Errettung. Aber um die Menschen vor der ewigen Verdammnis zu schützen, verlangte sie völligen Gehorsam. Sie verhängte Strafen und erteilte Ablass. An einem Sommertag des Jahres 1505 ging ein junger Student über den Marktplatz der Universitätsstadt Erfurt. Sein Name war Martin Luther. Ein Hoch dem unbekannten und großzügigen Gastgeber. Hoch! Hoch, liebe Gäste. Martin, Martin Luther, dir verdanken wir das also. Willst du uns das erklären? Ich wollte euch alle zusammen noch mal sehen. Aber du siehst uns doch Tag für Tag. Ich will heute von euch, meinen Freunden, Abschied nehmen. Du verlässt Erfurt? Ja. Willst du auf eine andere Universität? Nein. Du bist doch der beste Student der Rechte. Danke. Dort, wo ich hingehe, brauche ich weder das, noch das. Danke dir, Martin. Noch das. Noch das. Martin Luther, was hast du vor? 4 Jahre Arbeit für nichts? Das kannst du doch nicht aufgeben. Kann das nichts, Palatin? Manche sind für Jura geschaffen, manche nicht. Ich bin es nicht. Was wird dein Vater sagen? Ich weiß, was er sagen wird. Ich verstehe dich nicht. Möglich, aber du wirst nicht. Martin, warum tust du so geheimnisvoll? Dies ist eine gute Universität. Jurist sein ein schöner Beruf und bessere Freunde gibt es nicht. Was willst du noch mehr? Ich weiß nicht. Etwas befriedigt mich nicht. Ich will uns aber unsere Feier nicht verderben, meine Freunde. Lasst uns hoffen, dass ich den rechten Weg finde. Thank you.
Wie so viele vor ihm suchte Martin Luther seinen Frieden mit Gott, indem er sich der Ordnung und der Autorität der Heiligen Kirche unterwarf. Bist du bereit, mein Sohn, den Regeln des Augustinerordens zu folgen? Dir selbst, der Welt und dem Fleisch abzusterben, der Familie und Freunden zu entsagen, Armut zu ertragen, deinen Leib abzutöten und deinen Vorgesetzten zu gehorchen in allen Dingen? Ich bin bereit, mit Gottes Hilfe, soweit menschliche Schwachheit dies zulässt. Pax tecum. Et cum spiritu tuo. Als Mönch des Augustiner-Eremitenordens ist Bruder Martin an sein Gelübde der Armut, Keuschheit und des Gehorsams gebunden. Aber alle strenge Einhaltung der mönchischen Regeln, alle endlosen Übungen der Buße vor Gott, dem zornigen Richter, brachten der zerquälten Seele Martin Luthers keinen Frieden. Bruder Martin, deiner Seele kannst du nicht helfen, wenn du deinen Leib bestrafst. Zwei Jahre nach seinem Eintritt in das Kloster wurde Bruder Martin zum Priester geweiht. Jetzt erhielt er die geheimnisvolle Macht, Brot und Wein in Leib und Blut Christi zu verwandeln und das Messopfer darzubringen mit den Worten: Das ist der Kelch meines Blutes, des neuen und ewigen Bundes, Geheimnis des Glaubens, das für euch und für viele vergossen wird. Komm, Bruder. Als Generalvikar sah ich mehr junge Priester, die bei ihrer ersten Messe versagten. Pater Vikar, mich quält nicht bloß mein Versagen. Sage nichts, ich weiß es auch so.
Es war die Nähe des Heiligen Sakramentes und deine Furcht vor Gott. Vater, vergebt mir. Wenn es nur die Furcht vor Gott wäre, könnte ich noch auf seine Gnade hoffen. Aber die wird mir nie zuteil. Warum nicht? Weil... meine Sünden, Vater. Bruder Martin, du kommst soeben von der Messe, dem Opfer für alle Sünden, die du bekannt hast. Oder habe ich Unrecht? Sind da noch mehr? Viel mehr. Dann beichte sie mir. Hilf mir, Vater, denn ich habe gesündigt und meine Sünde ist unverzeihlich. Darüber hat Gott zu richten, nicht du, mein Sohn. Er hat mich schon gerichtet. Er ist Gott. Er ist heilig. Ich ein Mensch, ich bin böse. Und dafür verdammt er mich. Ich habe einen liebenden Vater gesucht, aber ich fand nur einen zornigen Richter. Was immer ich tue, um ihn zu finden, er wird mich verdammen. Wie kann ich diesen Gott lieben? Aber du musst es. Du musst Gott lieben. Vater, ich kann es nicht. Und das ist meine unverzeihliche Sünde. Ich kann es nicht. Vater. Ich würde ihn ausstoßen, bevor er die anderen Brüder mit seinem ruhelosen Geist ansteckt. Ein suchender Geist, Bruder Prior, ein fragender. Aber die Kirche allein ist die einzige Antwort. In der gesammelten Weisheit unseres Glaubens wird er den Frieden finden, den er sucht. Meine Entscheidung. Von jetzt an wieder Studien für Bruder Martin. Die Schrift, Theologie, Lehren und Predigen. Wir werden ihn so beschäftigen, dass er keine Zeit hat für seine Seelennöte. Guter Prior, ihr verliert einen Mönch. Aber wenn er erst einmal seinen Frieden in Christus gefunden hat, gewinnt die Kirche einen starken Zeugen. Weiß es am besten. Und Gott in seiner unendlichen Weisheit führt uns nie zu weit in die Irre. Ich habe einen langen Weg zu gehen, Vater. Den haben wir alle. Und du gehst morgen. Ich? Wohin muss ich gehen? Vergib den kleinen Schatz, Bruder. Ich betraue dich mit einem wichtigen Auftrag. Du gehst nach Rom, junger Bruder, nach Rom. Rom? Du überbringst dem Heiligen Stuhl ein Gesuch. Begleitet von einem Ordensbruder. Aber was wird aus meinen Studien, Vater? Rom bedeutet mehr als alle Studien der Welt. Es gibt viel zu sehen und viel zu tun in Rom. Die Reise allein ist ein heiliges Werk. Deine Pilgerfahrt wird beschwerlich sein. Aber alle guten Dinge sind schwer zu erreichen. Unterwegs werden euch die Klöster unseres Ordens helfen. Und dann hinter den Bergen nach Kälte und Schnee scheint euch die Sonne Italiens. Und vor euch seht ihr die heilige Stadt. Versäumt es nicht und hört eine Messe vor dem Altar von St. Johannes im Lateran.
In einer Wand eingefügt findet ihr zwei Kreuze. Hinter dem einen die Reliquien des heiligen Petrus. Hinter dem anderen die des heiligen Paulus. Ein Gebet dort rettet eure Seelen vor 17.000 Jahren Fegefeuer. Und seht einen der 30 Silberlinge, für die Christus verraten wurde. Das bringt einen Ablass von 14.000 Jahren. Und die Scala Sancta, die gleiche Treppe, über die Jesus schritt im Palast des Pontius Pilatus. Ein Vater unser auf jeder Stufe gewährt 9 Jahre Ablass. Und auf der Stufe, auf der Christus fiel, siehst du ein silbernes Kreuz. Für diese Stufe doppelten Ablass. Und wenn ihr Glück habt, seht ihr mit euren eigenen Augen den heiligen Vater, Julius II., Summus Pontifex. Ja. Für einen Christen gibt es viel zu sehen und viel zu tun im heiligen Rom. Ende März des Jahres 1511, 5 Monate nach Beginn seiner Reise nach Rom, kehrte Bruder Martin in das Augustinerkloster in Erfurt zurück. In te Domine speravi, in justitia tua libera me. In te Domine speravi, in justitia tua libera me. Wenn doch nur ein paar Menschen, wenn alle Menschen verstehen könnten, was David uns in diesem Psalm sagt. Herr, ich traue auf dich, errette mich durch deine Gerechtigkeit. Wenn jeder Davids Worte lesen und verstehen könnte, würden alle Gottes Gerechtigkeit besser begreifen. Und was, lieber Bruder, ist Gottes Gerechtigkeit? Das, was die Heilige Schrift sagt, Vater. Sie errettet und richtet nicht nach Verdienst. Eine sehr eigenartige Auslegung der Heiligen Schrift. Lerntest du das in Rom? Gewiss nicht, Vater Prior. Bei deinen Studien über die Kirchenväter? Nein. Deine eigene Auslegung? Nach meinem besten Wissen, ja. Es gibt nur eine wahre Auslegung der Schrift. Das ist die unserer Kirche. Was wäre, wenn die Schrift in die Hand des gemeinen Mannes gelangte? Was, wenn jeder Bierzapfer oder Schweinehirt sie in seiner Sprache lesen und für sich auslegen könnte? Was dann? Nun, vielleicht hätten wir dann mehr Christen, Vater. Latein ist die Sprache der Kirche seit Jahrhunderten. Latein war gut genug für St. Hieronymus und St. Augustin. Und Latein wird gut genug sein für dich und mich und für alle anderen Christen. Ja, Vater. Nun könnt ihr berichten, dass ihr den großen Professor Luther gesehen habt. Spalatin! Spalatin! Priester? 4 Jahre schon. Du hattest recht. Manche sind geschaffen für Rechtswissenschaft, manche nicht. Was tust du hier? Ich unterrichte die Junker, die du eben gesehen hast. Es sind die Neffen des Kurfürsten Friedrich. Das freut mich für das dich. Das ist noch nicht alles. Ich bin außerdem noch des Kurfürsten Sekretär. Bevor ich ihm diese Universität für die Junker vorschlug, vergewisserte ich mich, dass du hier bist. Wenigstens augenblicklich. Was meinst du mit augenblicklich? Nun,
Herzog Friedrich sucht doch immer nach guten Professoren für seine Universität. Für das kleine Wittenberg. Es wird größer werden. Martin, wie geht's dir? Siehst du es nicht, Freund Spalatin? Ich sehe einen Mann, dessen Wissen eine große Zierde für seine Kirche ist. Dessen Name bereits bei den höchsten Stellen bekannt ist. Aber was ich wirklich wissen möchte, fandest du, was du zu finden hofftest? Ich wünschte, ich könnte ja sagen. Aber deine Studien, das alles, Martin? Das alles, das habe ich hier. Und es fließt von hier heraus. Aber hier ist Spalatin. Hier noch nicht. In Wittenberg hat Herzog Friedrich, der weise und fromme Kurfürst von Sachsen, eine hohe Schule gegründet in der Hoffnung, dass ihr Ruf mit der berühmten Universität zu Leipzig wetteifern und sie vielleicht sogar übertreffen könne. Prachtvoll. Ein guter Professor ist genauso schwer zu finden. Es gibt nur einen Erasmus, aber Oxford hat ihn. Und nur einen Johann Eck, und der ist in Ingolstadt. Unsere kleine Universität ist erst 11 Jahre alt. Wie können wir Gelehrte wie Erasmus und Eck dazu bewegen, zu uns nach Sachsen zu kommen? Wittenberg ist jetzt schon das Zentrum biblischer Gelehrsamkeit, dank eurer weisen Führung. Und dank solcher Männer wie Dr. Karlstadt, Dr. Arnsdorf. Und dank euch, mein guter Vikar. Nein, wir schämen uns unserer Universität gewiss nicht, im Gegenteil. Wir werden Leipzig noch übertreffen. Und ihr bekommt euren Professor der Theologie. Wir wüssten wohl einen Mann, der Wittenberg zur Ehre gereichen würde. Durch Gelehrsamkeit und Kenntnis der Heiligen Schrift. Ja, vor allem Kenntnis der Heiligen Schrift. Denn ich will einen Mann, der der Schlosskirche als Priester dient. Und der Universität als Professor. Einen gelehrten Mann für meines Volkes Geist. Und einen frommen Mann für meines Volkes Seele. Dieser hier? 200 Dukaten, euer Gnaden. Immer das Beste für meine Universität und für meine Kirche. Ego baptisto te in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Dominus regit me, et nihil mihi. Und so kam Luther im Jahre 1511 nach Wittenberg als Lehrer und als Seelsorger für die Untertanen des Kurfürsten Friedrich. Nach einem weiteren Jahr wurde der Prediger der Schlosskirche zum Doktor der Theologie ernannt. Als Doktor der Theologie gelobe ich, alles zu tun, was dem Wohle der Universität förderlich ist. Ich gelobe, die Heilige Schrift zu verteidigen. Und ich gelobe, keinerlei falsche und fremde Doktrinen zu lehren, die von der Kirche verdammt sind und die die Ohren der Gläubigen verletzen. Des Weiteren gelobe ich, die Privilegien und Freiheiten der theologischen Fakultät nach meinen besten Kräften zu wahren und zu hüten. So wahr mir Gott helfe und diese heiligen Evangelien. Amen. Willkommen, Pater Vikar, willkommen. Ah, Bruder Martin, Sie, meine Ernte aus den Niederlanden. Zum Ruhm unserer Kirche und für die Seelen unserer Gläubigen. Vier Reliquien des heiligen Hieronymus.
und zwei des heiligen Chrysostomus. Ein Fragment des Schweißtuches mit dem Blut des Erlösers getränkt. Krumen von jenem Brot gereicht beim letzten Abendmahl. Und dies mit einem Nagel aus den geliebten Händen unseres Herrn Jesu, ein Partikel des wahren Kreuzes. Ein Partikel des wahren Kreuzes. Gebt mir die Liste. Würden diese und alle anderen Reliquien dieser Kirche von einem Pilger verehrt, so gewönne er Nachlass einer Strafe im Fegefeuer von 1.902.202 Jahren. Gelobt sei Gott. Amen. Amen. Nun, Bruder Martin, von meinen Erwerbungen, Martin? Ich weiß nicht, was Christus davon hält. Pater Vicar, ich wollte, ich könnte solch ein Christ sein, der sieht und hört und glaubt und verehrt und nichts weiter. Reliquien dienen keinem Selbstzweck. Sie sind einfach Symbole von heiligen Männern und Frauen, denen die Kraft verliehen ist, Fürsprecher für uns bei Gott zu sein. Symbole, das ist wahr. Aber darf ein Symbol anstelle des Glaubens treten? Ist der Glaube selbst verloren? Wenn das so ist, Pater Vicar, und ich sage wenn, dann sind wir alle verloren. Verloren und verdammt. Das ist auch ein Symbol, Martin. Ist es Gottes Gabe, die wir in seinem einzigen Sohn anbeten? Oder sind es bloß Holzsplitter oder rostige Nägel, die wir verehren? Das Kruzifix stellt dem Gläubigen die Qualen Christi lebendig vor Augen. Der schlichte Bauer, der zum heiligen Christophorus um gute Reise betet, die arme Witwe mit ihrer winzigen Madonna, der Soldat mit seinem Rosenkranz in der Schlacht, ja selbst der Herzog mit seinen edlen Gaben für die Kirche Christi. Willst du ihnen nehmen, was sie verehren? Martin, bist du nicht Priester deiner Gemeinde? Du würdest des Volkes Glauben erschüttern, wenn du die sichtbaren Stützen dieses Glaubens zerstörst. Darf ich sie ihm lassen als ein Priester, Gott verantwortlich für seine Seelen? Symbole, um seine Andacht zu fördern, ja. Aber Krücken für einen schwankenden Glauben? Doktor, woher dieser plötzliche Zweifel? Das ist kein plötzlicher Zweifel, sondern eine wachsende Gewissheit. Und die wenige Gewissheit, die ich habe, habe ich von euch. Ich beichtete euch. Ihr schicktet mich nach Rom, um meinen Glauben zu stärken. Ihr sandet mich zum Studium der Schrift, meinen Gott zu finden. Ihr brachtet mich hierher nach Wittenberg, sein Wort zu predigen. Und hier, in diesem Raum, arbeitete ich an meinen Vorlesungen über den Brief des St. Paulus an die Römer. Und hier fand ich endlich die Wahrheit. Und als ich sie fand, war es, als öffneten sich mir die Tore des Himmels.
Römer 1,17. Justitia enim de. Justitia enim de. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, kommt aus Glauben in Glauben. Wie denn geschrieben steht, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Nun und? Pater Vicar, steht da etwas von Reliquien? Im Glauben lebt der Mensch und wird gerechtfertigt. Nicht durch das, was er selbst tut. Sei es durch Verehrung von Reliquien, Singen von Messen, Wallfahrten nach Rom und Kauf von Ablasszetteln. Nein, sondern vielmehr durch seinen Glauben an das, was Gott für ihn tat, durch seinen Sohn. Dr. Martin, du willst den Christen leben lassen mit nichts als seinem Glauben. Alle guten Werke fegst du hinweg. Alle diese glorreichen Dinge bezeichnest du einfach als Krücken. Was setzt du aber an deren Stelle? Christus. Der Mensch braucht Jesus Christus allein. Seines Glaubens leben. Allein. Zu dieser Zeit regierte in Rom Papst Leo X., ein Medici. Der zweite Sohn Lorenzo des Prächtigen. Sein Vorgänger, Julius II., hatte den Grundstein zu dem St. Petersdom gelegt. Und nun war Papst Leo entschlossen, aus ihm die prächtigste Kirche der Christenheit zu machen. Der neue Papst, ein Liebhaber der Künste, benutzte den Reichtum des Vatikans für seine verschwenderischen Ausgaben. Um seine Schatzkammer wieder zu füllen, sorgte Leo für die Verbreitung des Verkaufs von Ablasszetteln, verlieh Kardinalshüte an Männer, die zahlen konnten, vergab Erzbistümer gegen große Summen. Im Jahre 1517 entsandte der junge Markgraf Albrecht von Brandenburg, der bereits Bischof von zwei deutschen Bistümern war, seinen Bruder nach Rom, um eine dritte Ernennung zu erwirken. Eure Heiligkeit werden anhand der Karte des Deutschen Reiches sehen, was mein Bruder wünscht. Dieser ganze Landesteil hier ist noch zu vergeben. Diesen hier hat er bereits. Euer Bruder muss wohl sehr reich sein. Aber wir? Ihr Deutschen glaubt, wir wären so reich wie Krösus. Aber so ist es nicht. Leider nicht. Im Gegenteil. Wie wir Michelangelo für die Sixtinische Kapelle bezahlen sollen, wissen wir nicht. Und was Meister Raphael betrifft, wir schulden ihm bereits Tausende. Aber Gott hat uns das Papsttum verliehen. Lasst es uns anwenden zu seiner Ehre und es nutzen, solange wir leben. Ich bin fest entschlossen, Rom herrlicher zu verlassen, als ich es vorgefunden habe. Und dies sei das herrlichste Juwel in seiner Krone. But back to our affairs. This petition of your brother. Suppose we do allow him to become Archbishop of Mainz. What arrangements can be made? 10,000 ducats, Your Holiness, is as much as I am empowered to contribute. Shall we say rather 12,000? 1,000 ducats for each of the 12 apostles. Your Holiness, with all proper respect, there are but 7 deadly sins. 7,000 ducats, therefore. 10,000, then. 1,000 for each of the 10 commandments. My brother will be most pleased. As well he might be. Zuerst verliehen wir ihm das Erzbistum von Magdeburg, als er noch minderjährig war. Dann, durch Dispens, ein zweites Benefiz, das Erzbistum von Halberstadt. Und nun hiermit bestätigen wir ihn wieder, also eine dreifache Ernennung. Er wird neben den beiden anderen jetzt auch noch Erzbischof
von Mainz. Unserem väterlichen Segen, eurem Bruder, wir gewähren seine Bitte und akzeptieren seinen Beitrag zur Schatzkammer der Kirche Christi. Bedingung ist, Eure Heiligkeit. Bedingung jedoch ist, euer Bruder verkündet in den gesamtdeutschen Ländern unseren neuen Jubiläumsablass, dessen Einnahmen geteilt werden zwischen der Schatzkammer eures Bruders und der meinen. Zu gleichen Teilen, Eure Heiligkeit. Zu gleichen Teilen. Aleander, ich ernenne dich zum Nuntius in Mainz. Trag Sorge für diesen Segen. Setze den Ablass auf, aber etwas großzügiger als üblich. Denn er gibt unseren geliebten Deutschen das Vorrecht beizutragen zum Bau der St. Peterskirche. Gläubigen, dies ist kein gewöhnlicher Ablasszettel. Damit bauen wir den St. Petersdom in Rom. Und ihr werdet an jeder Messe teilhaben, die dort von heute an bis zum jüngsten Tag gelesen wird. Hier steht's in des Papstes Latein. Plenaria remissio omnium peccatorum. Was das heißt, liebe Leute? Volle Vergebung für alle Sünden. Lossprechung aller Strafen. No confession necessary. Wirksam, sogar für eure lieben Angehörigen im Fegefeuer. For who would see his mother in flames when with a piece of silver he can set her free. Glaubt mir, wenn die Silbermünze in dem Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer in den Himmel springt. Kommt und kauft, liebe Leute. Kommt, folgt euren Freunden. Kommt doch her, meine Lieben. Friedrich! Wer ist da? Schau mich an. Oh, guter Vater Martin. Guter Vater Martin. Warte, wie du über den guten Vater Martin nach der Beichte denkst. Ich brauch nicht mehr zu beichten. Nie mehr. Meine Sünden sind alle vergeben. Für immer. Wer sagt das? Der Papst selbst. Woher hast du das? Vom anderen Ufer. Hab mein gutes Geld dafür gezahlt. Tetzel. Helf mir Gott, dem schlage ich ein Loch in seine Trommel. Aber Ablässe dürfen nur gegeben werden nach rechter kirchlicher Ordnung. Deshalb, wenn der Ablass missbraucht, also feilgeboten und verschachert wird, so ist das keine Erlösung. Es ist Verführung eurer Seele. Ich spreche nicht von Tetzel allein. Ich weiß, dass unser guter Kurfürst Herzog Friedrich seit langem einen Sonderablass für diese Schlosskirche besitzt. Bei Gott gibt es aber kein Ansehen der Person und wir müssen uns am Gott dienen, nicht den Menschen. Und deshalb, meine Lieben, sage ich euch, unser Herr Jesus Christus hat für unsere Erlösung
mit seiner Menschwerdung und mit seinem Blut und Tod für uns bezahlt für ewig. Wie kann da irgendein sterblicher Mensch, Fürst, Mönch oder Papst noch einmal eine Bezahlung verlangen? Nein, meine Lieben, ihr könnt nicht um die Gnade Gottes feilschen. Amen. Oh, ich muss euch daran erinnern, dass euer Beitrag zum Ankauf einer Kuh für das Kloster nächsten Freitag fällig ist. Großartig, Vikar. Sehr gut gemacht. Dieses Fest wird unvergesslich sein. Spalatin! Wie war die Predigt? Das ist schwer zu sagen, Hoheit. Vikar, wusstet ihr von Dr. Luthers Predigt gegen den Ablass? Nein, Spalatin, aber ich weiß, dass er Einwände gegen Reliquien hat. Welche Einwände gegen Reliquien? Darüber weiß ich nichts, Euer Gnaden, aber ich weiß, dass Dr. Luther ziemlich empört ist über den Missbrauch von Ablässen. Ein Abgesandter des Erzbischofs von Mainz. Das ist Tetzel. Luther hat recht. Ich untersagte Tetzel, mit diesen Ablasszetteln in mein Gebiet zu kommen. Und der Erzbischof war einverstanden. Tetzel hat sich an das Verbot gehalten. Aber unsere Wittenberger pilgern über den Fluss zu ihm. Wir gebieten dem Einhalt. Sollen ihre Ablässe bei unserem Allerheiligenfest kaufen und das sächsische Geld im Land lassen. Euer Gnaden, ich befürchte, Dr. Luther greift den Verkauf aller Ablasszettel an, unsere eingeschlossen. Und aus welchem Grund? Nun, weil die Schrift den Handel mit Ablassbriefen nicht kennt. Und das muss er auch gerade jetzt machen, so kurz vor unserem Allerheiligenfest. Euer Gnaden, als Dr. Luthers Vorgesetzter glaube ich, ihn in Schranken halten zu können. Wäre ich sicher, dass die neuen Lehren Dr. Luthers der Seele meines Volkes schaden, würde ich euch sofort bemühen, lieber Vikar. Aber wie kann ich das wissen? Wer bin ich, um einem Priester Gottes Schweigen zu gebieten? Nein. Lasst Luther schreiben, predigen, streiten und disputieren. Wenn er Recht hat, wird Gott seine Wahrheit nicht ungehört lassen. Hat er Unrecht, ist es trotzdem zwecklos. Was er auch tut, ich weiß, er wird es immer als guter und gläubiger Priester Gottes tun. Martin, weißt du wirklich, was du tust? Spalatin, seit Jahrhunderten versuchen Menschen durch Disputieren die Wahrheit zu finden. Dasselbe tue ich. Dadurch kannst du aber eines Tages alles verlieren. Die Kanzel, die Professur und ja selbst die Kirche. Unsinn! Du redest, als predigte ich Empörung und Aufruhr. Du weißt so gut wie ich, dass Tetzel zu weit geht. Tetzel, du streitest nicht mit Tetzel, sondern mit dem, der hinter ihm steht, dem Erzbischof von Mainz. Richtig. Und ich sende sogar eine Abschrift an den Erzbischof von Mainz. Ob du in Ablassfragen Recht oder Unrecht hast, kann ich nicht entscheiden, aber sie gehören nun mal zu unserer Kirche. Viele, viele vor dir haben schon oft versucht, Reformen dieser oder jener Art zu predigen. Baldus, Wycliffe, Savonarola, Huss und für was? Die Kirche steht und wird immer stehen. Savonarola, Huss, Asche. Spalatin. Zum Streiten such dir einen anderen. Du bist der größte Dickkopf, den ich kenne. Nenn mich, wie du willst, aber lass mich in Frieden. Spalatin, ich habe keinen besseren Freund als dich. Aber auch du kannst nicht verlangen, selbst wenn du das Beste meinst, dass ich aufhöre, Gottes Wahrheit zu suchen. Lieber Herr Jesus Christus, in diesem und in allen anderen Vorhaben geschehe nicht mein Wille, sondern der deine.
Amen. »31. Oktober 1517. Wittenberg am Vorabend des Allerheiligenfestes. Martin Luther wurde kaum bemerkt von den Gläubigen, die darauf warteten, die Reliquien, die in der Schlosskirche gezeigt werden sollten, zu verehren. Das Anschlagen einer Bekanntmachung an der Kirchentüre war nichts Außergewöhnliches. Es war der übliche Platz für öffentliche Bekanntmachungen und gelehrte Proklamationen der Universität. Keiner der auf Vergebung und Segen wartenden Menschen konnte wissen, dass dieses Dokument einmal eines der bedeutendsten Schriftstücke der Geschichte werden würde. Irgendetwas Lateinisches. Martin Luthers Absicht war, dass diese 95 Thesen von Gelehrten gelesen und diskutiert werden sollten. Die Kunde über ihren Inhalt machte ständig neue Drucklegungen nötig. Facit hic licentiosa veniarum predicatio ut nec reverentiam pape facile sit. Etiam doctis viris retimera acalumniis, acalumniis, aut certa argutis questionibus laicorum. Jeder Christ, der wahre Reue über seine Sünden empfindet, dem ist Strafe und Schuld völlig vergeben, auch ohne Ablassbrief. Ablassbriefe sind Netze, mit denen Rom nach dem Geld der Reichen fischt. Vergebliche Hoffnung, durch Ablasszettel selig zu werden, selbst wenn der Papst selber seine Seele dafür zum Pfand setzte. Bald brachten Buchdrucker eine Übersetzung in deutscher Sprache heraus. Binnen weniger Wochen sprach ganz Deutschland davon. Und nach Monaten war die ganze Christenheit in Aufruhr. Es ist besser, den Armen zu geben, als Ablassbriefe zu kaufen. Hier, mein hoher Erzbischof. Und sogar übersetzt, damit es jeder lesen kann. Ist es da ein Wunder, dass meine Einnahmen zurückgehen? Und was können wir dagegen machen, Tetzel? Gebt mir 3 Wochen Zeit, Eminenz. Dann steht das gesamte Volk gegen diesen Ketzer. Ich verbrenne seine Bücher. Ihn selbst will ich verbrennen und seine Asche in die Elbe streuen. Ihr werdet Luther nicht verbrennen, so wenig wie ich. Von seinem gehorsamen Diener, dem Erzbischof von Mainz, an unseren heiligen Vater in Rom. Der wahre Schatz der Kirche ist das allerheiligste Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Gottes. Warum erlöst der Papst vom Fegefeuer nicht um der heiligsten Liebe willen? Was für ein trunkener deutscher Mann schrieb das? Martin Luther. Ein Mönch des Augustinerordens. Das also ist euer kluger Gelehrter, euer großer Theologe. Scholastische Meinungsverschiedenheiten. Eine revolutionäre Doktrin. Das Wichtigste ist, wie wirkt sich das auf unsere Ablassbriefe für St. Peter aus? So vor der Veröffentlichung der Thesen. Und jetzt so. Bella Volta, dir als Prokurator der Augustiner rate ich, halte diesen Martin Luther in Schranken. Er wird Deutschland völlig durcheinander bringen mit seinen Predigen neuer Lehren. Wir können keine Unruhe in Deutschland brauchen.
Zum ersten Mal seit 100 Jahren hat ein Deutscher gewagt, Rom die Meinung zu sagen. Das ist der schreibende Luther. Er stößt dem Papst die Krone vom Kopf. Das ist unser Herzog. Er sitzt da und hört Luther zu. Und die Gans hier unten, wisst ihr, was das bedeutet? Das ist Huss, Johann Huss. Er wurde verbrannt, weil er versucht hat, sich gegen Rom aufzulehnen. Seht ihr nicht, was die Kirche mit uns vorhat? Endlich einmal steht ein Deutscher auf gegen Roms Herrschsucht. Und schon machen sie aus diesem Mann einen Ketzer. Genauso wie bei Huss. Unerhört, welch rebellische Brut in Deutschland aufgezogen wird. Ich würde ihn verbrennen lassen. Genug von euch. Geht wieder zurück in euer Kloster. Tut Buße für den von euch verursachten Schaden. Wenn ich euer Eminenz daran erinnern darf, ich kam wegen Martin Luther von Rom, nicht wegen Tetzel. Was wird daraus? Euer Eminenz? Unser gelehrter Dr. Eck wird euch diese Frage beantworten. Erhabener Herr Leander, bei allem Respekt, euer Eminenz denke nur an die Kränkung des Heiligen Vaters. Aber sicherlich habt ihr auch die Gans auf diesem recht klugen Bilde bemerkt. Johann Huss, der Ketzer, verurteilt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt, wird vom Volk mit Luther in Verbindung gebracht. Zu dieser Zeit galt Wittenberg weit und breit als die Hochburg der Anhänger Luthers. Trotz Drohungen von Acht, Kirchenbann und Verhaftung ließ Martin Luther durch zwei stürmische Jahre hindurch nicht davon ab, die Praxis der Kirche mit der Heiligen Schrift zu vergleichen. Magister Melanchthon, ich muss mich bei euch entschuldigen. Warum entschuldigen, Dr. Luther? Ich war ungerecht gegen euch. Als ihr nach Wittenberg kamt, setzte ich Zweifel in euer Wissen, aber euer Disput gestern Abend belehrte mich eines anderen. Ich freue mich, dass ihr zu unserer Fakultät gehört. Ihr seid sehr gütig. Wisst ihr was? Ich mache euch einen Vorschlag. Ihr helft mir bei meinem Griechisch und Hebräisch und ich werde euch in Theologie unterrichten. Doktor, ich habe schon begonnen, bei euch zu studieren. Ich habe all eure Schriften gelesen. Dr. Luther! Dr. Luther, gute Neuigkeiten. Was gibt es, Dr. Karlstadt? Ich bin zu einem Disput nach Leipzig geladen. Disput? Ja, zur Verteidigung unserer Thesen. Ihr? Hab ich denn keine Zunge? Fast 1,5 Jahre warte ich darauf, gehört zu werden, um meine eigenen Thesen zu verteidigen. Einen Augenblick, Doktor. Ich bin der Ältere. Als ihr noch Novize wart, war ich schon Doktor der Theologie und schon da griff ich die Ablassbriefe an. Seid froh, wenn ich eure Schriften vor Eck verteidige. Eck? Johann Eck? Ja, was ist mit ihm? Was? Er reißt euch in Fetzen. Ich habe eure Thesen gelesen. Nicht ein Streitsatz von den 406 wird standhalten. Ich gebe zu, dass ihr vor mir angefangen habt, aber diesmal habt ihr mehr abgebissen, als ihr verbauen könnt. Dr. Luther, ich muss euch bitten... Meine Herren Doktoren, das ist nicht der einzige Punkt. Wieso ist dieser Disput überhaupt in Leipzig? Was spricht dagegen? Die Geschichte der Universität. Anhänger von Huss haben sie gegründet. Eck wird eure Lehren mit denen von Huss in Verbindung bringen. Huss! Das war noch vor 100 Jahren. Johann Eck und ich könnten die Wahrheit heraushämmern, ein für alle Mal. Johann Eck, meine rechte Hand würde ich opfern, um mit diesem Theologen zu disputieren. Garstadt. Ihr braucht Hilfe, ich komme mit euch. Ihr seid nicht geladen. Ich lade mich selbst. Ihr habt kein freies Geleit, ihr könnt nicht reisen. Und dem genannten Dr. Karlstadt freies Geleit nach Leipzig, ebenfalls für alle Personen seiner Begleitung. Magister Melanchthon, werdet ihr Dr. Karlstadts Einladung auch annehmen? Martin Luther reiste in das feindliche Leipzig. In seiner Begleitung seine zwei glühendsten Anhänger, der ungestüme Andreas Karlstadt und Philipp Melanchthon, ein junger Gelehrter, dazu ausersehen, einer der führenden Männer der Reformation zu werden.
Erlauchter Herr, in Beantwortung der Proposition des gelehrten Dr. Eck wurde bei dem Disput mit den Pelagianern... Einspruch! Ich weigere mich, die Diskussion weiterzuführen, wenn der gelehrte Dr. Karlstadt ständig Hilfe besucht in seiner Bibliothek. Aber ich... Ist meinem Gegner bekannt, dass ein Präzedenzfall besteht? Der heilige Augustin konsultierte Bücher bei seinem Disput mit den Manichäern. Ich widerrufe meinen Einspruch. Der Rat hat beschlossen, dass genügend Argumente gehört wurden von beiden Seiten. Dr. Martin Luther, in den Propositionen des Dr. Karlstadt sind viele eurer Doktrinen enthalten. Wenn ihr wünscht, könnt ihr hier darüber diskutieren. Werte Magistri, hochverehrter Dr. Eck, es ist mein Wunsch. Im Namen unseres Herrn, Amen. In Ehrfurcht vor dem Heiligen Vater und der römischen Kirche. Ich hätte es vorgezogen, nicht teilzunehmen an einer Diskussion, die Unfrieden und größte Verwirrung unter die Gläubigen bringen kann. Aber aus Ehrfurcht vor der Wahrheit, ich wiederhole, nicht auf den heiligen Petrus hat Christus die Kirche gegründet, sondern auf sich selbst. Mein lieber Doktor, viele Autoritäten stimmen nicht mit euch überein. Caprectus, Gotus, Peter Lombard zum Beispiel. Zu schweigen von Cyprian und Nazianzus. Das ist richtig, Doktor. Aber meine Autorität stimmt mit allen nicht überein. Und wer ist eure Autorität? St. Paulus. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Eure Angriffe gegen den Papst können nicht helfen. Sie bringen nur Uneinigkeit in die Kirche. Das ist nicht meine Absicht. Aber die Wirkung ist, als wenn es so wäre. Es ist uns allen bekannt, dass eure Lehren von denen gebilligt werden, die Kirche bereits entzweit haben. Nennt sie. Die Anhänger von Hus. Die Hussiten haben Unrecht. Ich gebe jedoch offen zu, dass ich manches in ihren Lehren fand, was Christus wohlgefallen würde. Und das ist? Und das ist? Es ist dies. Es gibt nur eine universale Kirche. Oder dies. Es ist nicht notwendig, um selig zu werden, sich dem römischen Papst zu beugen. Aber Doktor, das ist der Kern der Ketzerei. Es ist genau das, was Hus sagte. Gleichgültig, wer es gesagt hat, es ist wahr. Martin Luther, ihr denkt wohl, ihr seid der einzige Mensch, der die Wahrheit kennt. Ich werde euch sagen, was ich denke. Ich habe das Recht zu bekennen, was immer mir als wahr erscheint, ob es gefällt oder missfällt. To confess what appears to me to be true, whether it is proved or disapproved, whether it is spoken by Catholic or by heretic. Dann verneint ihr also die Autorität des Papstes! Wenn es um den Glauben geht, billige ich weder Konzilien noch dem Papst noch irgendeinem Menschen Gewalt über mein Gewissen zu. Und wo sie auch der Heiligen Schrift widersprechen, erkenne ich keinen Papst an und auch kein Konzilium. Jeder einfache Laie mit der Heiligen Schrift ist größer als der mächtigste Papst ohne sie. Ketzerei, Dr. Luther. Ketzerei! Ketzerei! Es mag sein. Und dennoch ist es die Wahrheit. Ein Laie mit der Schrift ist also besser als der Papst. Und es ist dir gleich, ob diese Lehre kirchlich oder ketzerisch ist, solange es dir passt. Dr. Luther, das ist zu viel. Was soll ich denn tun, Vater? Höre auf, Rom anzugreifen. Sofort. Und für immer. Ich greife Rom nicht an.
Ich suche nur eine Antwort auf gewisse Fragen. Wer bist du, dass du an Rom zweifelst? Du wirst damit aufhören. Solange ich die Wahrheit nicht finde, kann ich es nicht. Du verweigerst mir den Gehorsam? Ich muss. Vergebt mir, Vater. Vergeben? Geht bitte. Vergeben kann ich dir nicht, Bruder Martin. Stattdessen entbinde ich dich von allem. Was deine Hände fesselt, was deine Zunge bindet, von jetzt an. Ich entbinde dich von dem Gehorsam gegen deine Gelübde. Die heiligen Gelübde der Augustiner. Auf dass du nicht Schande bringst über deinen Orden, wie du Uneinigkeit gebracht hast über deine Kirche. Du bleibst Priester, aber du bist nicht länger mein Mönch. O Martin, Martin, ich sehe nichts auf deinem Weg als das Kreuz. Möge Gott Erbarmen haben mit deiner Seele und mit denen, die deinem Wort folgen. Wenn ich es auch versuchen würde, ich könnte es nicht. Die Zeit demütigen Schweigens ist vergangen. Die Zeit zum Sprechen ist gekommen. Der gesamte Adelsstand unseres Landes muss sich jetzt gegen den Papst als den gemeinsamen Feind vereinen. Dem Namen nach sind wir ein Kaiserreich, aber der Papst hält, was uns gehört. Der Papst gebe uns unsere Freiheit, Ehre, Leib und Seele zurück. Und das, Eure Heiligkeit, ist ebenso unverschämt. Befreiung von der Tyrannei Roms. Und hier, jeder Mann sein eigener Priester vor Gott. Nun werden wir etwas schreiben. Setzt einen Bann auf gegen diesen Mann. Ich möchte sehen, ob sein Glaube auch noch unter dem päpstlichen Bann bestehen kann. Eure Heiligkeit, der Entwurf ist bereits vorbereitet. Exsurge Domine, erhebe dich, o Herr, und richte deine Sache. Ein wilder Eber brach in deinen Weinberg ein. Erhebe dich, Petrus. Erhebe dich, Paulus. Erhebt euch, ihr Heiligen. Erhebe dich, o christliche Kirche. Wir dürfen die Schlange, die den Garten des Herrn verwüstet, nicht mehr dulden. Die Bücher Martin Luthers, die seine Irrlehren enthalten, sollen vom Inquisitor verfolgt und verbrannt werden. Und was Martin Luther selbst anbelangt. Lieber Gott, welches Gebot väterlicher Liebe haben wir vernachlässigt, dass er sich so verirren konnte? Nun, wie dem sei. Wir geben ihm 60 Tage, um seine Schriften zu widerrufen. Und falls er es versäumt, soll er vom Kirchenbann getroffen und exkommuniziert werden. Und hiermit möge auch verkündet sein, dass wer immer dem genannten Martin Luther hilft, gleich ihm selbst getroffen werden soll, von unserer Exkommunizierung und unserem Kirchenbann. Und er wird getroffen werden, gleich ihm, vom Zorn des allmächtigen Gottes und der Apostel Petrus und Paulus. Gezeichnet Leo und versehen mit des Papstes eigenem Siegel. Sechzig Tage. Wann sind Sie um? Morgen. Wittenberg,
am Abend des 10. Dezember 1520. Rom! Weil du die Wahrheit Gottes verdorben hast, so zerstöre dich Gott in diesen Flammen! Seid ihr tollwütige Hunde! Macht ihr so von eurer christlichen Freiheit Gebrauch! Wenn Gott will, dass Heiligtümer stürzen, dann wird er sie selbst umwerfen. Hier ist noch immer ein Haus Gottes. Der Herr bewahre mich vor meinen Feinden. Und vor meinen Freunden. Nur eines verstehe ich von all eurem Latein. Ihr wollt, dass wir Luther ergreifen und euch ausliefern sollen. Das ist unser Auftrag. Seine Heiligkeit will Dr. Luther in Rom haben. Zu einer Verhandlung? Das wird wohl kaum nötig sein. Er wurde bereits durch päpstlichen Erlass verdammt. Ja, ja. Was wollt ihr denn mit ihm? Ihn foltern? Wir verzichten auf derartige Maßnahmen. Die Großmut seiner Heiligkeit, euer Gnaden. Kennt ihr Erasmus von Rotterdam? Alle Welt kennt den Gelehrten Erasmus. Erasmus, habt ihr die Schriften Luthers gelesen? Gewiss, euer Gnaden. Was ist eure Meinung? Dieser Mönch hat ein Recht auf ein Verfahren. Vor Richtern verschiedener Universitäten. Ja. Trotzdem kann er nicht gewinnen. Er hat also Unrecht, Meister. In welchen Punkten? In zwei, in alle anderen. Zum ersten griff er an die Krone des Papstes. Und zweitens hat Luther die Bäuche der Mönche angegriffen. Zwei schwere und unverzeihliche Sünden. Euer Gnaden, ich kam nicht von Rom, um mit einem Gelehrten zu scherzen. Im Namen des Heiligen Vaters wollt ihr diesen Ketzer ausliefern? Erhabener Aleander, lasst uns vernünftig reden. Ich habe Martin Luther nur einmal gesehen und mit seinen Schriften bin ich nicht vertraut, noch folge ich seinen Lehren, wie es manche meiner treuen Untertanen tun. Aber ich weiß, dass er ein Mann ernster Überzeugung ist, gelehrt und gottesfürchtig. Selbst wenn er ein gemeiner Dieb wäre, könnte ich ihn euch nicht ausliefern, damit ihr ihn in Ketten nach Rom bringt. Nein, nein, missversteht mich nicht. Es ist nicht Luther der Mensch, der von Bedeutung ist. Es ist das Prinzip. Jeder Mensch, der unter Anklage steht, hat ein gerechtes Verfahren vor seinen Landsleuten zu beanspruchen. Aleander, Martin Luther ist mein Untertan. Und so wie er mir Gehorsam schuldet, schulde ich ihm Schutz. Ich kann nicht anders handeln, weder als Christ noch als Fürst. Ich schlage daher vor, wir bringen seine Sache vor den Reichstag. Dann mag der Kaiser mit seinen Ständen entscheiden, was mit ihm geschehen soll. Im Frühjahr des Jahres 1521 trat Luther seine Reise nach Worms an, um dort vor dem Reichstag zu erscheinen. In Worms wartete der Spross des Hauses Habsburg, Herr über Österreich, Burgund,
die Niederlande, Neapel und Spanien, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und Verteidiger der Heiligen Kirche, seine katholische Majestät, Karl der Fünfte. Ich habe ihn vor Gericht geladen. Und er kommt wie ein Eroberer. Habt ihr sicher keinen Fehler begangen? Euer Majestät, wie er kommt, ist ohne Bedeutung. Wichtig ist, wie er antwortet. Wir dürfen ihm keine Gelegenheit zum Sprechen geben. Würden Euer Majestät unser Befragungsverfahren einsehen und billigen? Habt ihr seine Schriften? Ja, Euer Majestät. Alle. Bevor ihr gefragt werdet. Martin Luther, seine heilige und unbesiegbare Majestät, hat euch vor seinen Thron geladen, damit ihr bestimmte Fragen beantwortet. Zwei an der Zahl und nur diese zwei. Die erste Frage. Gebt ihr zu, dass diese Schriften von euch sind? Ja, sie sind alle mein. Die zweite Frage seiner kaiserlichen Majestät. Wollt ihr Martin Luther auf dem, was ihr geschrieben habt, beharren? Oder seid ihr bereit, diese Schriften und die darin enthaltenen Ansichten zu widerrufen? Eure Majestät, Fürsten, Herren, ich kam zu einem Disput hierher, nicht zu einem Verhör. Dr. Luther, beantwortet die Frage. Widerruft ihr eure Schriften oder widerruft ihr sie nicht? Ich verstehe dieses Verfahren nicht. Widerrufen? Ich möchte gehört werden. Ihr habt die Frage seiner Majestät vernommen. Wo bleibt eure Antwort? Meine Antwort? Ihr könnt nicht verlangen, dass ich in einem Augenblick das Werk vieler Jahre wiederhole. Dr. Luther! Erhabene kaiserliche Majestät, ich bitte euch, gebt mir Zeit! Gebt mir mehr Zeit! Seine gnädige Majestät gewährt eure Bitte. Ihr werdet zur gleichen Stunde morgen hier erwartet, vorbereitet zu antworten. Deine Sache hier zu führen und für dein teuerwertes Wort zu streiten. Du vertrautest meine Brüder, deine lieben Kinder, meinen Händen an, diesen unwürdigen Händen. Du bist mein Schild, du bist meine Burg. Erhöre mich, gewähre mir, du Helfer in der Stunde meiner Not. Dein Wort getreu zu sagen. In Jesu Namen. Amen.
Gestern gabt ihr zu, diese Schriften verfasst zu haben. Wollt ihr uns jetzt sagen, ob ihr auf dem, was ihr geschrieben habt, beharrt, oder ob ihr bereit seid, diese Schriften und die darin enthaltenen Lehren zu widerrufen? Ich bitte um Vergebung, wenn ich der höfischen Formen ermangle. Ich wurde nicht in Palästen erzogen, sondern in der Stille eines Klosters. Man verlangt, dass ich diese Schriften widerrufe. Aber sie sind verschiedener Art. In einigen spreche ich vom Glauben und von guten Werken. Würde ich diese widerrufen, so würde ich gültige christliche Wahrheiten verleugnen. In anderen greife ich das Papsttum an und kämpfe gegen Männer, die die Christenheit verwirren und die Menschen an Leib und Seele verderben. Würde ich aber diese widerrufen, so würde ich zum Schild unchristlicher Bosheit werden. Allergnädigster Kaiser, erlauchte Fürsten, erhabene Herren, ich bin nur ein Mensch und nicht Gott. Aber ich muss mich wehren, wie Jesus Christus tat, als er sprach, wie ich jetzt auch sage. Habe ich übel geredet, so beweise, dass es böse sei. Martin Luther, ihr habt die Frage noch nicht beantwortet. Gebt uns eine klare Antwort. Wollt ihr widerrufen oder wollt ihr nicht? Eine Antwort, ihr sollt sie haben. Ohne Hörner und Zähne. Ich muss allein durch die Schrift überzeugt werden. Und nicht von Päpsten und Konzilien, die sich oft widersprochen und geirrt haben. Ich bin gefesselt durch meinen christlichen Glauben und überwunden durch die ewig gültigen Worte der Bibel. Mein Gewissen liegt festgebunden im Wort Gottes. Und gegen das Gewissen zu handeln, ist weder recht noch ratsam. Und deswegen, ich kann nicht und ich will nicht widerrufen. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen. Wer ist dieser Mönch, dass er gegen die Kirche auftritt? Und gegen mich? Ich hätte ihn an Ort und Stelle festnehmen lassen sollen und hinrichten. Ich sicherte ihm freies Geleit zu. Ich konnte mein Wort nicht brechen. Erlauchte Majestät, einem Ketzer gegenüber braucht der Kaiser sein Wort nicht zu halten. »21 Tage geben wir ihm. Nach deren Ablauf werden seine Bücher ausgetilgt aus dem Gedächtnis der Menschen. Seine Anhänger, wer sie auch seien, werden verdammt. Und dieser Martin Luther selbst steht fortan unter Acht und Bann. Niemand soll ihn beherbergen, niemand soll ihn beschützen. Ich erkläre ihn hiermit für rechtlos. Frei wie Jachtwild. Frei für jeden Zugriff, für jedermann und überall. Frei für jede tödliche Willkür.
seiner Rückreise nach Wittenberg wurde Martin Luther auf Befehl des Kurfürsten Friedrich, der in Sorge um seine Sicherheit war, heimlich entführt. Die Wartburg in der Nähe von Eisenach wurde als Zuflucht für den Ketzer gewählt, der nun von Papst und Kaiser verdammt war. Während der 10 Monate seines Exils übersetzte er das Neue Testament. Was ist das für eine Sprache, Herr? Griechisch? Ja. Ich kann kein Griechisch. Kannst du überhaupt lesen? Ja, Herr, aber nur in unserer eigenen Sprache. Lies das. Ich bin das lebendige Brot vom Himmel gekommen. Wer von diesem Brot essen wird, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Welt. Das sind die Worte Jesu im Neuen Testament. Siehst du? Die deutschen Lerchen werden jetzt bald ebenso schön singen wie jede lateinische oder griechische Nachtigall. Ihr habt nie verstanden, dass Luther mehr war als ein Theologe, dessen Auslegungen in verschiedenen Punkten von Rom abweichen. Er war Anführer einer Bewegung. Können wir das alles aufgeben, nur weil er nicht da ist? Er war Wegweiser, nicht Anführer. Er wollte, dass wir der reinen christlichen Wahrheit folgen und nicht Menschen. Aber Luther hat einen Mann bestimmt, diese Wahrheit zu lehren. Euch vermutlich. Nein. Euch. Noch vor seiner Reise nach Worms sagte er mir, Karlstadt, mein Leben ist nicht wichtig. Es ist gleichgültig, was mit mir geschieht, wenn nur Melanchthon bleibt, um unsere Sache weiterzuführen. Und was habt ihr getan? Ich habe gelehrt, geschrieben und gebetet. Was wollt ihr mehr? Taten. Ich bin dabei, gewisse Reformen einzuführen. Das nennt ihr Reformen. Wie nennt ihr es? Revolution! Ihr wundert euch, Brüder, dass ich es wage, hier vor euch als Priester zu erscheinen. Ohne priesterliches Gewand. Aber glaubt mir, ihr werdet noch ganz andere Dinge von mir erleben. Wir sind nun nicht mehr an die Herrschaft Roms gebunden. Luther! Sprengst du unsere Ketten? Beichten, Gewänder, Kerzen, Rosenkränze, wir brauchen sie nicht. Weg damit! Mönche und Nonnen, Fasttage und Vigilien, fort mit diesen nutzlosen Dingen! Wir brauchen nur den Glauben. Unseren Glauben. Wir schreiten vorwärts. Und was uns im Wege steht, muss weichen. Ich sage euch, meine Hände sind gebunden. Ich kann nichts tun. Erst von Papst und Kaiser verbannt und geächtet.
Kurfürst Friedrich will ihn versteckt halten. So lange, bis keine Gefahr mehr besteht. Jedenfalls würde er billigen, was wir getan haben. Wir? Ich habe nichts mit eurem Vorgehen zu tun. Luther hinterließ seine Gemeinde. Ihr habt in 10 Monaten einen Pöbel daraus gemacht. Melanchthon, ihr wollt mich einfach nicht richtig verstehen. Ich säubere doch nur die Kirche. Das Volk will Taten. Ist es da meine Schuld, wenn es zu weit geht? Wenn es zu weit geht, wer führt es an? Jedenfalls habe ich etwas getan. Ich bitte euch beide, haltet doch Frieden. Wir alle haben ein Ziel, das Reich Gottes zu errichten. Können wir nicht miteinander daran wirken? Was wollt ihr, Herr? Meine Kanzel will ich. Martin, wer gab dir die Erlaubnis zur Rückkehr? Niemand. Gott sei gelobt, dass du wieder hier bist. Jetzt wird wieder Frieden in Wittenberg sein. Frieden? Was habt ihr denn dafür getan? Jeder von euch. Nichts. Und ihr, Karlstadt, nach allem, was ihr angerichtet habt, ist keines Bleibens mehr für euch in Wittenberg. Geht mir aus den Augen. As you wish, Dr. Luther. Unser Herr Jesus Christus wurde hintergangen und betrogen durch eure Taten. Sagt, wie könnt ihr zerstören? Wann wollt ihr lernen, dass der Glaube ohne die Liebe nicht genügt? Wann begreift ihr endlich, dass die Brüder und Schwestern auf der anderen Seite gewonnen werden müssen durch Liebe, nicht durch Gewalt? Ihr habt Hand angelegt an das Kruzifix. Wie wagt ihr zu zerstören, was eurem Nächsten bei seiner Andacht helfen kann? Wo ist euer Glaube? Wo ist eure Liebe? Ich sage euch, die Frucht des Evangeliums ist nicht nur Gerechtigkeit, sondern auch Liebe. Christen, so sollen wir unsere Freiheit nutzen. Wir müssen uns selbst für unseren Nächsten opfern, wie Christus sich für uns in Liebe hingab. Wir müssen alles tun, was unserem Nächsten nützlich ist. Denn durch den Glauben haben wir alles, was wir für uns brauchen. So, und nur so, können wir rechte Kinder eines gnädigen Gottes. Dem Beispiel und den Lehren Luthers folgend, verließen viele Mönche und Nonnen die Geborgenheit des Klosters, um Gott und den Menschen innerhalb einer Gemeinde zu dienen. Eine dieser Nonnen, der Luther half, eine Stellung als Erzieherin in einer Wittenberger Familie zu finden, war Katharina von Bora. Keines der anderen Mädchen aus dem Kloster macht mir so viel Sorgen wie ihr. 8 davon sind bereits verheiratet. Wie wäre es mit Dr. Amsdorf? Nein, er ist zu alt. Dann Dr. Glatt. Oh nein, nicht Dr. Glatz. Schaut mich nicht so an. Was ihr denkt, kommt nicht in Frage. Ich bin alt genug, um euer Vater zu sein, das wisst ihr. Ja, ich weiß, Dr. Luther. Aber das ist nicht der Hauptgrund. Ihr scheint einiges zu vergessen. Ist euch klar, dass Sie mich einen Ketzer nennen? Man kann mich außerhalb von Sachsen am nächsten Baum aufhängen oder auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Ja, ich weiß, Dr. Luther. Und Sie hätten es auch innerhalb von Sachsen getan, wenn der Kurfürst mich nicht geschützt hätte. Seine Seele ruhe in Frieden. Nein, ein Mensch, vom Papst verbannt und vom Kaiser geächtet, ist einfach kein Mann für euch. Wir müssen einen anderen Mann für euch suchen. Ja, Dr. Luther. Katharina von Bora, willst du diesen Mann zu deinem christlichen Ehegatten nehmen? Ja, ich will. Reicht euch die rechte Hand.
Auf dies euer Gelöbnis von Liebe und Treue bestätige ich eure Ehe als eine unauflösliche christliche Verbindung. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Da mehr und mehr Menschen die Bedeutung der Lehren Martin Luthers verstanden, wurde sein Anhang so stark, dass er trotz kaiserlicher Acht ungehindert leben und wirken konnte. Luther hatte nicht die Absicht, eine neue Kirche zu gründen, sondern die Kirche, der er treu bleiben wollte, von den durch Menschen verursachten Fehlern zu reinigen. Er hoffte noch immer, dass die römische Kirche die Heilige Schrift als einzige Autorität anerkennen würde. In all diesen Jahren arbeitete er, forschte, predigte und lehrte. Nun, Kurt, lass hören, was du kannst. Bücher zu? Ich weiß, was in dem Buch steht. Die Frage ist, ob ihr es wisst. Wie heißt das fünfte Gebot? Du sollst nicht töten. Du weißt es, Gustav. Ja, Dr. Luther. Erkläre es uns. Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unserem Nächsten an seinem Leibe keinen Schaden noch leid tun, sondern ihm helfen und fördern in allen Leibesnöten. Dachtest du dir das aus? Nein, so lehrt der Katechismus. Ist dir die Bedeutung des Gebotes aber klar? Es genügt nicht, die Worte zu kennen. Man muss sie denken. Ja, Dr. Luther. Nun, die Aufgabe für die nächste Woche ist etwas schwieriger. Das sechste Gebot und der zweite Artikel vom Glauben. Im Ganzen, Herr? Ja, den Ganzen. Nein, den halben. Ich glaube, dass Jesus Christus, wahrhaftiger Gott, vom Vater in Ewigkeit geboren und auch wahrhaftiger Mensch, geboren von der Jungfrau Maria, sei mein Herr, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat, erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Tode und von der Gewalt des Teufels. Schluss für heute. Nun geht nach Hause. Auf Wiedersehen, Dr. Luther. Kommt nächste Woche nicht zu spät. Seit Martin Luther vor 13 Jahren die Thesen an die Türe der Schlosskirche zu Wittenberg angeschlagen hatte, dehnte sich die Reformation über große Teile von Europa aus. Im Jahre 1530 fand in Augsburg der wichtigste Versuch statt, Einigkeit innerhalb der römischen Kirche zu erzielen. Kurfürst Friedrich war tot und sein Bruder Johann der Beständige war sein Nachfolger. Der Mönch, dem sein Gewissen verboten hatte zu widerrufen, war immer noch vogelfrei und konnte daher nicht nach Augsburg reisen, um selbst für seine Sache zu sprechen. Augsburg! Martin! Augsburg! Alle reisen nach Augsburg, außer mir. Wer stand vor dem Kaiser in Worms? Wer hat mir damals beigestanden? Aber jetzt bist du nicht mehr allein. Halb Deutschland ist bereits auf deiner Seite. Unser neuer Kurfürst, Herzog Johann, Prinz Philipp von Hessen. Soll ich meinen Glauben auf Fürsten stützen? Lieber Martin, dein Glaube ruht in Gott. Aber wenn auch Fürsten ihr Vertrauen auf Gott setzen und auf deiner Seite stehen, muss selbst der Kaiser auf dich hören. Sie sprechen nicht meine Sprache. Sie sprechen als Herrscher, als Männer der Macht. Weniger sanft als du? Ich bin nicht sanft, Katharina. Oh, Martin. Nun, ich glaube, wir müssen warten und hoffen und vertrauen auf Gott, unsere Freunde. Und vielleicht auch auf die Fürsten. Ihr seid Fürsten. Ich bin Theologe. Aber ihr seid vom Kaiser hierher geladen, um euren Glauben zu bekennen. Nicht unseren, den des Papstes. Unser Glaube ist der von Martin Luther. Luther hätte kommen sollen. Wie könnte er, Prinz Philipp? Ihr vergesst, dass er noch immer in Acht und Bann ist. Mein Bruder Friedrich hat ihn, solange er lebte, in Sachsen beschützt. Vielleicht könnten wir ihn mit Vereinten Kräften. Herzog Johann in Brandenburg wäre mir es vielleicht möglich, ihn zu beschützen. Aber selbst wenn wir ihn hier in Augsburg beschützen könnten, was würde das helfen? Er ist ein kompromissloser Mann. Diesen Reichstag hat der Kaiser einberufen, um zu erreichen, dass wieder ein rechter Glaube gelte für alle.
und dass wir in einer gemeinsamen Kirche leben, in Frieden und Eintracht. Luthers Kirche oder die Kirche von Rom? Keine der beiden, sondern die Kirche Jesu Christi. Macht keinen Fehler, lieber Magister. Der Kaiser macht doch keinen Unterschied zwischen Christus und Rom. Wie ich ihn kenne, kommt seine plötzliche Passion für Eintracht kaum aus der Religion. Ich glaube nicht, dass ich mich irre. Er wird uns bitten, uns bald zu einigen, weil er einen Angriff der Türken fürchtet. Wir fordern nur, dass Rom die Wahrheit anerkennt. Die Wahrheit, die die Bibel lehrt und die Luther predigt. Ich denke, unsere Streitigkeiten mit Rom können beigelegt werden. Mit wem? Durch wen? Ich habe eine Verabredung getroffen mit Dr. Eck. Dr. Johann Eck? Ich kenne euch als Gelehrten, Magister Melanchthon, aber ich kenne eure Qualifikation zu verhandeln nicht. Oder gar einen Streit beizulegen, der nach der Meinung von uns allen nicht beigelegt werden kann. Euer Gnaden vergebt, wenn ich widerspreche. Aber Luther selbst bestimmte Magister Melanchthon zu seinem Sprecher. Dann versucht es mit eurem Dr. Eck. Aber denkt daran, dass ihr Luthers Lehren verteidigt und euch nicht Rom unterwerft. Diese Ketzerei frisst um sich wie die Pest. Schweden, Dänemark, Norwegen, Frankreich. Zu schweigen von Polen, Preußen und Österreich. 404 klare, ausgesprochene Ketzereien, Magister Philipp. 404, deren der Kaiser sich voll bewusst ist. Martin Luther, der ärgste Feind der Kirche in der Kirche, der falsche Prophet der Uneinigkeit. Er nennt den Papst in Rom einen Antichristen, die katholische Kirche unrein. Die Bischöfe nennt er Würmer und Götzen, Theologen nennt er Vampire, katholische Fürsten Läusebrut. Ach, wäre er hier, wir würden fertig mit ihm. Gelehrter Doktor, er ist nicht hier. Und daher habt ihr es nicht mit ihm zu tun. Ach, dieser gottlose Mensch springt. Aufregen nützt nichts, verehrter Doktor. Sicher finden wir einen Mittelweg, dem der Kaiser zustimmen kann. Wenn wir einige Dinge ausgleichen würden, könnten wir bestimmt Frieden schließen. Der ganze Kummer liegt in ein paar unbedeutenden Abweichungen von Gebräuchen. Was schlagt ihr vor? Erlaubt unseres Herrn Abendmahl in beiderlei Gestalt, Brot und Wein. Erlaubt die Heirat von Priestern und Mönchen. Im Grunde haben wir doch alle das gleiche Bekenntnis. Wir glauben an Gott, den allmächtigen Vater, Schöpfer des Himmels und der Erden, und an Jesus Christus. Kanzler Brück, lest diesen Absatz nochmal. Es wird in unseren Kirchen einträchtiglich gelehrt, dass wir gerecht werden vor Gott und in seine Gnade aufgenommen werden. Nicht durch unser Verdienst oder unser Tun, sondern durch den Glauben, dass Jesus Christus für uns gelitten hat und uns um seinetwillen die Sünden vergeben werden. Eine kurze Zusammenfassung unseres Glaubens. Unnötig, dass jedes Land sein eigenes Bekenntnis aufstellt. Das kann für uns alle verlesen werden. Magister Melanchthon verfasste das nur als Bekenntnis der Kirchen in Sachsen. Möge es das Bekenntnis der Kirchen Deutschlands sein. Was sagt Ihr, Prinz Philipp? Ich sagte bereits, ich unterschreibe. Erlauchte Herren, wäre es nicht besser, da es sich um ein Glaubensbekenntnis handelt, das nur Theologen mit ihren Namen unterzeichnen? Ihr denkt wohl, der Kaiser hört eher auf Theologen als auf Kurfürsten, die ihn auf den Thron setzen. Ich habe an etwas ganz anderes gedacht. Als Staatsmänner habt ihr zu bedenken, was aus eurer Erklärung folgen kann. Und was ist das? Vielleicht die Spaltung der Kirche. Ich sage, die Kirche ist schon gespalten. Ihr glaubtet, ihr könntet den Streit schlichten. Ihr konntet es nicht. Aber wenn es auch das Heilige Römische Reich spaltet, das wäre das Ende. Wenn im Reich keine Freiheit sein darf, unseres Glaubens zu leben, so kann auch das Reich nicht leben. Und der Kaiser, den wir Fürsten auf den Thron setzen, wird das einsehen müssen. Noch etwas ist zu befürchten. Ich habe erfahren, was von Romas gegen uns geplant ist. Sollten wir nicht zur römischen Kirche zurückkehren, so werden wir alle ausgerottet. Von der Inquisition, wie die Ketzer in Spanien. Trotzdem bekenne ich mich zu meinem Christus. Ich bleibe bei meinem Glauben. Und koste es mich mein Leben. Gebt mir die Feder. Euer Gnaden, dies ist unser Bekenntnis und das Lehrer, die wir uns lehren, zeigt unsere Glaubenssätze, wie sie in unseren Ländern und Kirchen gelehrt werden. Das ist Kern sowie Substanz unserer Lehre. Gezeichnet am heutigen Tage von Johann, Herzog von Sachsen, Kurfürst des Heiligen Römischen Reiches, Georg, Markgraf zu Brandenburg, Kurfürst, Philipp, Landgraf von Hessen, Wolfgang, Fürst zu Anhalt, Franz, Herzog von Lüneburg, Johann Friedrich, Herzog von Sachsen, Ernst, Herzog von Lüneburg, der Gesandte der Freien Reichsstadt Nürnberg, der Gesandte der Freien Reichsstadt Reutlingen. Erhabene Majestät, uns treiben weder Feindschaft noch Parteigeist. Wir alle müssen durch das Wort Gottes gezwungen auf unserem Glauben verharren. Wir haben uns mit Fleiß gehütet, Lehren einzuführen, die der allgemeinen Kirche neu und fremd wären.
Wir wünschen nur, dass die Kirche befreit und gereinigt wird von gewissen Missbräuchen. Nicht zu unserem Ruhm, sondern zur Ehre Christi und unter Seligkeit aller Menschen willen und in allen Landen. Allergnädigste Majestät, diese Konfession wird selbst die Pforten der Hölle besiegen. Seine erhabene Majestät rief euch wohl hierher, doch nicht zur Fortsetzung der ketzerischen Zwietracht, welche sein geliebtes Reich spaltet, sondern um sie zu beenden. Euer Majestät, wir können nicht von der Wahrheit weichen. Wir bitten um des Herrn und Christi willen, dass unsere Gegner uns das lassen, was mit gutem Gewissen keiner von uns aufgeben könnte. Edle Fürsten, das ganze Christentum ist in großer Gefahr. Und von unserer Einigkeit hängt unser Sieg ab. Von unserer Einigkeit allein. Die Horden der ungläubigen Türken stehen bereits vor den Toren von Wien. Und deshalb fordern wir euch auf, nachzugeben. Vereint euch mit uns. Vergesst diese Streitfragen, diese Ketzereien. Und geschlossen unter einem Banner marschieren wir gegen unseren gemeinsamen Feind. Allergnädigste Majestät, jedem von uns hat man das Wort Gottes anvertraut. Als Fürsten wünschen wir politische Einigkeit, aber nicht, wenn unser Glaube der Preis sein soll. Was ihr Streitfragen nennt, ist der Kern unseres Glaubens. Was ihr Ketzerei nennt, bekennen wir als Wahrheit. Wir geben nicht nach. Ich gebiete euch Lehnspflicht. Ihr könnt nicht über unser Gewissen gebieten. Wir verleugnen unseren Glauben nicht. Komme, was kommen mag. Wir bekennen uns zum Evangelium Jesu Christi, dessen Blut uns zu freien Christen gemacht hat. Frei jetzt und frei für immer. Amen. Amen. Deine gerechte Hand und dein gewaltiger Arm, o Herr, hat den Sieg behalten. Du hast unserem Geschlecht deine Wahrheit und deine Gnade offenbart. O Gott, unser Vater, lass uns bestehen und fest sein in dem Glauben, mit dem du uns freigemacht hast. Und helfe uns, dass wir treue Diener werden des Evangeliums, das du uns anvertraut hast. Dass du unsere Herzen frei von Sünde findest, auf dass wir in Heiligkeit vor dich hintreten können, bei dem Erscheinen unseres Herrn Jesus Christus und all deiner Heiligen. Amen.